Cadillac. Einen wunderschönen herzlich willkommen zu Deponia und zwar einem neuen Let's Play bei mir auf meinem Kanal von Cadillac Entertainment. Die Truppe, die sich auch für das Vorgänger-Let's Play verantwortlich fühlte, und zwar ein New Beginning und für viele, 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 viele weitere super tolle Adventure-Spiele. Hier der erste Teil einer Trilogie der Deponia-Reihe, und zwar Deponia selbst, mit dem sehr liebenswerten und charmanten Rufus. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich, es endlich mal zu spielen. Ungelogen, ich habe es noch nicht gespielt, denn ich hatte es zwar gekauft, mich dann teilweise immer ein bisschen verleiten lassen, dann zu gucken, dann fehlte die Zeit dazu. Und ja, jetzt komme ich endlich dazu, es zu spielen. Und ich werde es spielen zusammen mit euch. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Wir fangen ein neues Spiel an. Und soweit ich weiß, fängt es mit einem Tutorial an, was wir dann auch gleich genießen werden. Dann viel Spaß. Wir beginnen. Und zwar mit... Ja, wir wollen ein neues Spiel starten. Vollkommen korrekt. Mit Mausrad. Das werden wir doch mal machen, diese Steuerung. Genauso. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Doch. Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Okay, wir nehmen den Cursor, das ist das. Zeigen auf ihn und machen einen Rechtsklick. Das ist Wenzel, mein Sidekick, die ewige Nummer 2. Du sollst mich doch ansprechen. Nicht mich angucken. Ach so. Wenn das so weitergeht, machst du noch das ganze Tutorial kaputt. Okay. Linksklick. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Genau. Die drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, wie man jemanden anspricht. Wie man jemanden anspricht. Hm? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Ach so? Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol? Das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Aha. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Wie man ein Objekt ansieht? Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Aha. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist... dein Tutorial. Genau. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... dem Augensymbol... Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Okay. Ach, das hier. Ein Yin. Links draufklicken. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Doch, doch. Ich sehe es an. Da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und mit der rechten Maustaste klicken, sobald das Auge erscheint. Ja, rechts. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input-Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Aha. Klicke dann links und du hebst sie auf. Okay. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Klicken wir mal links. Okay.
Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Okay. Ach so. Hey, da ist es ja. Genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Das wird sein. Schmutoriel. Das wird sein. So und so. Wow. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Okay. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Dann nehmen wir das. Und jetzt? Ich glaube, das kommt woanders hin, Rufus. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. Richtig. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Okay, du wiederholst dich. Ich glaube, das kommt woanders hin, Rufus. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. Okay, los. In die unauffällige Aussparung. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Genau, dann drücken wir... den Knopf. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Autsch. Ach, ich liebe Tutorials. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid. Macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Deponia. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann! Es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Genau, da ist der Mauscursor. Und nach dem Tutorial sind wir jetzt endlich im Spiel. Nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Und ja, wir starten hier mal durch. War Leertaste? Genau, Leertaste ist wieder Hotspot-Anzeige. Wir haben hier ein Fernrohr. Wir haben einen Koffer. Öffne den mal. Ah, da ist ja meine Liste. Ah, so ein Zufall. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ah. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Okay. Es fehlt nur noch etwas Proviant, der Seitenschneider, warum auch immer, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Okay, das werden wir, denke ich, mal finden. Alte Fluchtpläne. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Okay. Ein Schweißgerät. Das können wir bestimmt mitnehmen. Können wir. Das könnte nützlich werden. Das glaube ich auch. Eine Öldose. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Nein, nimm mit.
Was haben wir hier noch? Eine Truhe? Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Warum nicht? So, was haben wir hier? Postmenstruale Memo. Hat er eine Freundin? Wieder eine Memo von Toni. Okay. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Das könnte ihr so passen. Wieso? Sieht doch gut aus. Achso. Das ist ein Plömpel. Super, passt. Mehr haben wir hier nicht. Was haben wir hier? Ein Waschbecken. Boah, was für eine Plörre. Okay. Aber hier ist eine Zahnbürste mitnehmen. What? Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Oh mein Gott. Da ist er. Nimm mit. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Okay. Ah, hier ist der Seitenschneider. Was haben wir hier oben? Waschmittel. Okay. Kann man das Waschmittel hier ins Waschbecken packen? Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das sage ich Toni bereits seit Monaten. Okay. Das ist nix. Was haben wir hier? Hausapotheke. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Okay. Da, Tonis Zimmertür. Da! Oh. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Nein. Bloß nicht. Tonis Hütte? Ach, wir sind auch noch in ihrem Haus, in ihrer Wohnung. Ja. Warum auch nicht? Noch eine Memo? Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Okay, dann... Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Wir haben doch hier noch einen Behälter. Hat er nicht gesagt, der ist gut zum Transportieren? Da sind schon genug Ölflecken drauf. Ach so. Dann ab in den Topf damit. Nein, das Zeug schmeckt nicht. Been there, done that. Ab in die Spüle damit, oder? Mal kurz gucken. Und weg damit. Genau. Jetzt haben wir eine leere... Ah, super. Eine leere Dose. Und mit der leeren Dose kriegen wir bestimmt das... Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Yeah. Damit hätten wir jetzt schon den Proviant. Wir haben den Seitenschneider, fehlen noch die Socken und... Aber die Socken haben wir noch nicht. Die haben wir. Es fehlt nur noch der Seitenschneider. Haben warum wir. Auch immer. Haben wir doch. Und den Proviant. Es fehlt nur noch etwas Proviant. Okay, das ist klar. Da haben wir noch eine mistige Memo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Nehmen wir die Gabel mit. Super. Den Topf nehmen wir auch mit. Und die Spüle. Was für eine Plörre. Ah, lecker. Können wir hier Waschmittel? Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das sage ich Toni bereits seit Monaten. Okay. Was haben wir hier noch? Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Okay. Was ist eigentlich mit dir kaputt?
Ich verstehe die Frage nicht. Ob ich da Proviant für meine Reise finde? Nee, haben wir schon, haben wir schon. Ah, eine Socke. Super. Haben wir schon mal die Socke? Was haben wir hier? Ein Mantel? Diese Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. Na dann. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Genau. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Aha. Socke. Cool. Hm. Eine blaue Socke. Gehen die zusammen? Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein Paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Okay. Gut, was haben wir hier? Das vor Tonis Hütte? Haben wir irgendwas hier übersehen an... Hier ist eine Kammer. Aha. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Aber irgendwas für die Ritzen? Ein Plümpel hätten wir. Jawohl, ja. Ein Mauseloch. Au. Oh. Aha. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. So kann man es auch begründen, ja, ja. Wir haben hier ein Mauseloch, das ist jetzt weg, okay. Oh, hier ist so ein Ofen und eine Herdplatte. Ein Haufen Zettel. Geht das? Und rein damit. Jawohl. Und lass mich raten. Den Schweißer zum Feuern. Super. So, was können wir jetzt heiß machen? Aber können wir den Topf mit Wasser einmal füllen? Genau. Grüne Pampe. Dann kochen wir das doch mal hier ein. Vielleicht geht das und die nehmen dann die Farbe an, oder? Okay, Moment. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Du solltest doch auch die Socke hier nehmen, komm. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Aber da fehlt noch was. Waschdingensmittel. Ach so. Okay, Waschdingensmittel hatten wir hier. Halt. So, jetzt. Jetzt aber. Eine Socke. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. So, machen wir die andere Socke auch mit rein, oder? Damit sie die Farben annehmen. Das müsste doch gehen. So. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Ja, einmal umrühren oder was? Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Wie, wo ist die andere? Wie kriegen wir das jetzt eigentlich aus? Okay, jetzt bin ich gerade erstmal überfragt. Das schauen wir mal nachher. Mauseloch, Mausefalle. Können wir damit vielleicht hier oben... Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Was könnte denn eine Zahnbürste als Köder erhalten? Vielleicht das? Nein! Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Eine Wasabi-Nuss jetzt drin. Krass, jetzt aber. Put, 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 komm zu Papa. Ha, hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Okay, wir haben die Zahnbürste, wir haben den Seitenschneider, wir haben Proviant und uns fehlt noch eine Socke. Irgendwie. Wir gehen mal kurz hoch. Ich glaube, das müssen wir in
in den Koffer hier packen. Geht das hier mit einer Socke? Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Nein, das wollen wir natürlich alle nicht, ne? Zahnbürste auf alle Fälle? Zahnbürste? Check. Super. Checkliste? Check? Nein. Seitenschneider? Seitenschneider, warum auch immer. Check. Okay, und dann haben wir noch Proviant. Na, den habe ich nicht erwischt. Proviant? Check. Super. Jetzt brauchen wir noch eine Socke. So, Doppelklick ist wieder Schnellreise. Wir gehen mal hinters Haus. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ach so. Dann geht's vorne auch nicht, ne? Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Aha. Okay, dann geht das mit den Sachen, die man jetzt hier findet, nur noch. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ist hier noch was mehr drin? Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie die Socke da rauskriegen. Oder, Moment. Genug gewaschen, sonst meldet sich mein Ausschlag. Ob ich hier die zweite Socke finde? Ja, wer weiß. Das könnte nützlich werden. Bekämpfe Feuer mit Feuer? Der brennt doch schon. Ja, ja. Aber wie könnten wir... Kriegen wir das denn? Können wir das hier aufschweißen? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Okay. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Okay, geht also nicht. Toilettentür. Waschbecken. Spinntür. Hier war ja nichts weiter drin gewesen, ne? Nö. Und hier oben war doch auch nichts weiter mehr. Kurz mal gucken. Oh, was ist das denn? Ein Kissen. Ach. Manu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Ja, dann haben wir doch jetzt ein Sockenpaar. Super. Ab in die Kiste damit. Socken? Check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Die Socken braucht doch keiner. Zahnbürste, die Zahnbürste. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Dann die Socken. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Lass mich raten, der Seitenschneider. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Okay. Was hat er überhaupt auf der Liste verloren? Keine Ahnung. Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Okay. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Oh. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Okay. Machen wir mal die Kapseltür auf hier, ja? So, Koffer rein da. So, und wohin jetzt damit? Na, da rein. Das Staufach ist zu. Ach so, müssen wir aufmachen. Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Ja, da rein. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Okay. Dann nimm raus die Batterie. So, und nun? Na, Koffer rein.
Na, geht doch. Und jetzt die Batterie auf den Sitz. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Boah. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Und wir haben nichts zum Schrauben, ne? Nee. Was haben wir noch? Gar nichts weiter. Oh, da ist ein Schraubenschlüssel. Den können wir doch nutzen, um den Sitz abzuschrauben, damit wir die Batterie raufpacken können. Hm. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Richtig. So, dann nehmen wir jetzt das hier und... Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ah, das ist eine gute Frage. Ich guck mal weiter hier. Hier ist noch eine Lunte. Bedientafel. Mal kurz gucken. Hier ist die Kapseltür, Staufach, Schiene. Da ist eine Lunte, Bedienfeld, Harpune. Ach, wir können noch mal reingehen. Ah, gut. Gut zu wissen. Können wir den Seitenschneider bestimmt nicht mitnehmen. Schade. Dann gehen wir noch vors Haus. Okay, das köchelt da noch vor sich hin. Eine Chilischote. Autsch, heiß. Was? Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Okay. Klingel. Was? Quick, quick. Okay, Briefkasten. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Du sollst da reingucken. Ein sattelförmiger Kasten. Da können wir dann drauf sitzen und da drin die Batterie verstauen. So wird ein Schuh draus. Guck mal. Jawohl, ja. Ha. Komm, und hier hoch. Bum, bum, bum. So, hier an der Schiene befestigen, bitte. Genau, und jetzt sehen wir die Batterie und die kommt da rein. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Na, das kriegen wir da auch noch hin. So. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Aha. Ich sehe schon. Clever, Rufus, clever. Wirklich clever. Nee. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt haben wir uns in eine Sackgasse manövriert. Verlassen, überspringen. Nein, überspringen will ich nicht. Ach, das ist der Reset-Knopf. Okay. Also nochmal. So. Hoch. Hoch. Und? Jawoll! Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Da! Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Was? Aber das bringt mich auf etwas.
Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Aha, jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Dies ist der finale Abschied. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten, ich werde dich nicht mitnehmen. Warum bist du hier? Ich gehe fort. Für immer. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Okay. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Okay. Na denn. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Dann machen wir die Lunte an. Jetzt wird's spannend. Und Horrido. Los. Los. Wow. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Welcher Schrauben? Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Oh mein Gott. Oh mein Gott.